So, hallo und willkommen bei Raft, einem neuen kleinen Survival-Game auf meinem Kanal. Und ja, Raft, dem einen oder anderen ist es vielleicht ein Begriff, das ist jetzt schon ein paar Jährchen alt. Man kann es kostenlos spielen. Den Link poste ich euch mal in die Beschreibung. Und ja, das wurde jetzt seit einem reichlichen Jahr nicht mehr weiterentwickelt. Aber es hat sich jetzt einen Entwickler gefunden, welcher das übernimmt und im Jahr 2018, also in diesem Jahr, auf Steam veröffentlicht. Dann gibt es da noch ein nettes Multiplayer dazu. Denk mal, das wird auf jeden Fall interessant und ich würde mir das natürlich auch jetzt mal gern mit euch gemeinsam anschauen, um was es überhaupt geht. Ja, beginnen wir mal ein neues Spiel. Los geht's. Okay, um was geht's? Ja, einfach gesagt, ringsrum ist Meer. Wir befinden uns hier auf vier kleinen Brettern, also Plattformen, warum auch immer. Und diese müssen wir jetzt zu einer kleinen Basis ausbauen und uns natürlich auch mit Wasser und Nahrung versorgen. Und wo bekommen wir das her? Das ist jetzt so Treibgut, das kommt jetzt hier über die See angetrieben und das müssen wir halt, entweder fangen wir es mit der Hand oder sammeln es mit der Hand ein oder wir holen uns das mit dem Haken ran. So, seht ihr schon, Blätter, ein bisschen Schrott. Na komm. Oh, ja, ins Wasser kann man auch, sollten wir aber nicht zu lang drin bleiben. Denn hier treibt sich noch so ein kleiner gefährlicher Hai rum. Da hinten ist er. Und der greift natürlich auch ab und zu mal unsere kleine Basis an. So, das war nix. Und da knabbert er hier mal so ein Brett weg. Und wenn da was natürlich auf dem Brett steht, dann war's das. Nein, wieder daneben. So, da haben wir es. Ja, Metall, eine Planke und ein paar Kartoffeln. Ja, wie gesagt, Nahrung brauchen wir. Wasser haben wir ja hier reichlich um uns herum. Wir können auch bauen. Schauen wir uns auch gleich mal an. Ins Baumenü. Oh, jetzt müssen wir mal schnell einsammeln hier. Okay, und sobald wir hier im Wasser sind, da müssen wir schnell wieder raus, kommt auch der Hai angeschwommen. Mit dem Haken, ihr seht, das ist nicht so leicht, das irgendwie abzuschätzen. So, ein paar Bretter brauche ich glaube noch, dann bauen wir schon mal ein bisschen weiter hier. So, ja, das kommt jetzt hier unendlich viel an. Gut, rechts unten sehen wir zum Beispiel unser Wasserbedarf, Nahrung und unsere Lebensanzeige. Und da kann ich euch auch gleich schon mal sagen, sobald Nahrung oder Wasser null erreicht, sind wir tot. Da gibt es auch keinerlei Vorwarnung, da sind wir einfach tot. So, schauen wir mal ins Baumenü. Also, was haben wir denn überhaupt? Eine Axt, eine Angel, einen Hammer, unseren Haken, einen Speer, eine Kiste, eine Kochstation, eine Wasserdestillierstation, halt, das muss ich alles mitnehmen. Und hier, Fässer. Die Fässer sind halt deshalb so wichtig, weil in den Fässern können auch Samen sein. Wir können uns hier auch kleine Beete anlegen. Das war gar nichts. So. Also, eine Wasseraufbereitungsstation. Was haben wir denn hier? Die Pflanztöpfe, Netz. Ich glaube, da können wir dann Treibgut damit aufsammeln. Bisschen Möbel, ein Stuhl, Laterne, ein Tisch, Nägel, Seil. Da müssen wir gleich mal welche bauen. So, gemacht. Aus Schrott bauen wir uns so einen kleinen Wasserkrug. So, jetzt haben wir den mit Wasser gefüllt. Bringt uns aber nichts, das ist Salzwasser.
Als nächstes brauchen wir so eine Kochstation. Okay, können wir bauen. Haben wir gebaut. Die ist jetzt auf der... Hä? Ja. Auf der 6. Genau. Daumen hoch. Läuft. So. 3 haben wir unser Wassertopf. Legt man drauf zum Kochen. So, sehr schön. Mit einer Kartoffel. Okay, weiter geht's. Wir brauchen jetzt noch einen Hammer, dass wir auch unser Floß weiter ausbauen können. Okay, was fehlt uns? Planken. Seil haben wir noch ein bisschen. Wir brauchen Bretter. So knapp. Doch vorbei. Ja, die kommen jetzt natürlich nicht alle immer aus der gleichen Richtung. Oh, 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 oh. Da sehen wir auch schon unsere Wasseranzeige, die blinkt. So, jetzt müssen wir eben schauen. Jetzt haben wir unseren Topf. Der Haiangriff, also der macht jetzt nichts weiter, außer, was heißt denn nichts weiter? Genau, der frisst jetzt hier so ein Stückchen Planke weg. Wenn wir Pech haben, hätte der jetzt hier diese genommen. Und da wäre natürlich unser Wasseraufbereiter weg. So, Wasser. Die 3 haben wir gesetzt. Haben wir getrunken. Füllen wir es wieder auf und wieder rauf aus dem Topf hier. So. Okay. Nahrung. So, eigentlich bräuchte man... eine Angel. Und eine Kochstelle. Da fehlt uns ein Brett. Ach, Quatsch. So, okay. Wasser blinkt schon wieder. Da schauen wir. Trinkbares Wasser. Na? Achso, auf der 6. Ja, ist nicht ganz so leicht, das Spiel. Also man muss hier wirklich schnell sein. Man kann sich hier nicht zu viel Zeit lassen. Also man muss sich jetzt mit Wasser, Nahrung versorgen. Man muss schnell bauen, weil der Hai kommt immer wieder und knabbert uns hier ein Stückchen von unserem Fluss weg. So, Kartoffeln, ja, wirklich viel hat es nicht gebracht, würde ich sagen. Wir müssen mal angeln. So, da haben wir einen Fisch auf der 5. Quatsch, ich wollte hier was dran bauen. Was fehlt denn uns jetzt? Seil, Seil, Seil. Nein. Wieder verpasst.
So, Tag Nacht, Wechsel gibt's. Na gut, das hätte man sparen können, das kommt ja direkt vorbei hier. So, Seil. Seil, wo warst denn du schon wieder? Sehr schön. Jetzt haben wir unsere Kochnischen erstmal ein bisschen geschützt. Quatsch, was mache ich denn nur? So, Mann, man hat wirklich hier nur zu tun. Ich sag mal, ich werde es sicherlich nicht lang aushalten, ich kenne mich. Irgendwann geht das schief, wir verhungern oder verdursten oder werden vom Hai gefressen. Es ist auch erstmal angespielt, wir müssen mal schauen, wie es sich entwickelt, ob es bei euch ankommt überhaupt. Ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter spielen, so ist es nicht. Bloß momentan, ich sehe ja nichts. Ich weiß auch gar nicht, warum das sofort hier Nacht wurde. Hai-Angriff. Ja, wie geplant frisst er jetzt die Foundation hier, wo nichts ist. So sollte es sein, weil irgendwas frisst er auf jeden Fall. Oh, hier gibt es schöne Blätter. Schön Seil, da müssen wir mal rein. Ich glaube, ich muss ein paar mehr von diesen Wasserdestillatoren bauen hier. Also dieses Hin und Her, das ist mir nichts. Einmal richtig satt trinken und dann soll es das auch gewesen sein. Aber sieht gar nicht so schlecht aus. So, Palmsamen haben wir. Da könnten wir ja schon. Nee, können wir nicht. Wir brauchen erstmal hier ein größeres Floß. Wir brauchen hier viel mehr Platz. So ein Speer könnte man noch bauen, eine Axt. Was machen wir denn mit der Axt überhaupt? Ach so, wenn wir nachher Pflanzen haben, können wir die damit ernten. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier. Oh, jetzt kommt hier ein ganzer Schwung Bretter an. Bretter und Palmblätter. So, hier hat er jetzt letztens die Foundation abgefressen, da müssen wir gleich eine neue bauen. Nicht, dass der Hai auf die Idee kommt, da nochmal dran rumzuknabbern.
Oh, da kommt er schon. Nee, das schaffe ich nicht. Kein Fass in Sicht. Was haben wir denn überhaupt auf der 7? Was ist denn das hier? Was? Rote Beete? Ja, okay. Bin weggefuttert. Ja, da seht ihr auch, das dauert extrem lang. Also ich spiele jetzt Viertelstunde, 15 Minuten und hier ist noch nicht viel passiert, also wir sind noch weit entfernt von einer großen Basis, großes Floß. Da müssen wir echt noch viel sammeln, aber das bekommen wir hin, denke ich mal. So. Gut. Ach, Seil fehlt. Moment, Moment. Alles klar, so langsam nimmt es ja Form an. Gut, schauen wir mal, ob wir noch das Fass bekommen. Nein, ganz knapp daneben. So, schöne Kartoffel. Oh ja, ein Bretterschwarm. Und keins bekommen wir doch. Zwei Stück haben wir. Oh, Wasser, Wasser. Wir brauchen Wasser. So, wo ist es hin? Hier ist wieder ein Kollege Hai. Ja, der knabbert wieder. Okay, hat er jetzt einen übersprungen hier? Ja, Tatsache. Hat er jetzt hier so eine Planke mitten aus der Mitte rausgefressen? Gut. Ich würde mal sagen, für die erste Folge soll es das erstmal gewesen sein. Ich bin erstmal bloß gespannt, wie ihr das Spiel findet, ob ich mal mehr machen soll oder wie auch immer. Schreibt es mir in die Kommentare und würde ich mal sagen, macht's gut. Bis später.